Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident Laschet, er sitzt ja jetzt heute nicht mehr da, sagte heute Morgen in seiner Regierungserklärung, ich zitiere, Außenpolitik ist nicht, wie man einmal sagte, inzwischen Teil der Innenpolitik. Nein, sie ist Teil unserer Kommunalpolitik, weil das Leben in jeder Kommune von diesen Fragen heute betroffen ist. Da sage ich nur Bravo, diese Erkenntnis hatten wir Grüne schon vor 30 Jahren. Wir formulierten es mit dem Satz, hören Sie zu, global denken, lokal handeln und genau darum geht es auch heute bei dem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viele, viele Kommunen haben bereits ihre globale Verantwortung erkannt. Mit Stolz können wir sagen, dass NRW heute mit über 110 Kommunen Vorreiter bei den Fairtrade Towns in Deutschland ist. Ja, die Haltung unserer Kommunen, aber auch die Haltung der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land ist ganz klar. Sie wollen saubere Produkte. Ein Rekordumsatz im fairen Handel von 1,3 Milliarden Euro im Jahre 2016 ist hier eine ganz klare Ansage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihre sogenannte Entfesselungsstrategie ist somit ein Rückschritt und Schlag ins Gesicht der Menschen und Initiativen, die sich seit Jahrzehnten für globale Gerechtigkeit stark machen. Und genau das, was Sie komplett ignorieren, wollen aber viele in unserem Land nicht ignorieren. Über 8.400 Menschen beteiligten sich innerhalb von nur 2 Tagen an der Petition gegen ihr Sozial- und Umweltdumping. Ich finde, das ist eine beachtliche Zahl und eine klare Haltung. Diese Menschen wollen nicht hier die Entfesselung auf Kosten von Entfesselung in anderen Ländern, und auch wir wollen das nicht.